GNTM ist wieder da. Das ist kein Ego-Shooter für die Xbox, sondern Germany's Next Topmodel. Modelkönigin Heidi Klum schwingt wieder das Zepter über ihre willfährigen Untertanen und führt eine Prinzessin als ihre potenzielle Nachfolgerin in das Königreich des Glamours ein. Ach ja, warum ich die Herrscherin gerne stürzen würde und wie ich die Show gern nennen würde, erfahrt ihr hier im Video. Heidi Klum sagt, dass sie es sich sehr gut vorstellen könnte, dass ihre Tochter Leni sie einmal beerben könnte und es dann heißen würde Germany's Next Topmodel bei Leni Klum. Schließlich wäre Leni schon als Kleinkind mit am Set gewesen und hätte so viele legendäre Shootings gesehen und immer mit den Models mitgefiebert. Toll! Also für mich ist das ein Fall für die Jugendhilfe. Heidi Klum ist sehr stolz darauf, dass sie ihre Kinder bis jetzt so perfekt aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat. Leni durfte erst mit 15 Jahren einen Instagram-Kanal eröffnen und generell sollten die Kinder nicht von der Glamour-Welt verdorben werden. Respekt dafür. Die Kinder allerdings mit zu den Dreharbeiten von Germany's Next Topmodel zu nehmen, könnte zu einer relativ ungünstigen Prägung geführt haben. Denn der aufmerksame Zuseher, die aufmerksame Zuseherin, dürfte bei GNTM gemerkt haben, worum es bei der Show eigentlich geht. Nicht etwa um das staatstragende Handwerk des Modeln, sondern um Drama und weinende Mädchen. Leni wird gelernt haben, dass für eine Show wie GNTM es nicht entscheidend ist, ob es konzentriert arbeitende jungen Models in der Truppe gibt, sondern dass es mindestens ein oder zwei junge Frauen gibt, die bereit sind, regelmäßig in Ohnmacht zu fallen, Intrigen zu spinnen oder in Tränen auszubrechen. Warum ist das so? Weil es genug Menschen gibt, die daraus Vergnügen ziehen, andere Menschen in emotionalen Notlagen zu begaffen. Die Tränen, die Verzweiflung und die Unsicherheit dieser jungen Frauen ist als Treibstoff für Germany's Next Topmodel wichtiger als kurze Röcke und nackte Haut. Und wenn in der Show es droht, langweilig zu werden oder gar die Taschentücher trocken bleiben, gibt es ja immer noch eine Geheimwaffe, die immer wirkt. Königin Heidi ruft ein großes Umstyling aus und schneidet der emotional Schwächsten in der Gruppe einfach mal die Haare ab. Der folgende Blick in den Spiegel hat noch immer zu Heulkrämpfen geführt und die Einschaltquoten in die Höhe getrieben. Ja, ich weiß, Germany's Next Topmodel ist jetzt doch viel besser als früher. Die sind jetzt divers unterwegs. Es gibt jetzt gehörlose Models, etwas kleinere Models, Models mit Narben. Schön und gut. Bevor ich deswegen in Jubel ausbreche, möchte ich erstmal sehen, dass mit diesen jungen Frauen auch vernünftig umgegangen wird und dass sie nicht dafür da sind, um neues Drama aus den Teenager-Tränenkanälen zu melken. Leni Klum konnte sich seit frühester Kindheit das Theater der Emotionen aus nächster Nähe ansehen. Eine brutale Welt, in der es nur Bestehen oder Versagen, nur Foto oder kein Foto gibt. Viele meinen, so ist die Welt eben. Ich sage, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die weniger gnadenlos sind und Schwächen nicht mit Niederlage und Versagen gleichsetzt. Ich hoffe, dass Leni Klum auch diese Ecke der Welt kennengelernt hat, bevor sie sich im Glamour-Königreich die Krone auf den Kopf setzt. Für mich kann es gerne bei der Abkürzung GNTM bleiben, aber in der langen Form würde ich die Show Germany's Next Trauma-Mädchen nennen, weil hier genug verwirrte Seelen produziert werden. Mehr über den GNTM-Wahnsinn seht ihr hier. Und wenn ihr keinen meiner Zornausbrüche verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und lasst einen Daumen da. Herzlichen Dank.